Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es mal wieder um einen Kopfhörer und zwar um einen Over-Ear-Kopfhörer. Das heißt also, der nicht auf dem Ohr liegt, nicht in dem Ohr steckt, sondern übers Ohr drüber schaut. Sogenannter Studio-Kopfhörer Monitor 60 von der Firma One Audio. Und das ist hier ein High-Resolution-Audio-Kopfhörer. Und den werden wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Erstmal gucken, was im Paketchen drin ist. Das Paket sieht schon mal ganz ordentlich aus. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Und dann werde ich ihn natürlich auch mal testen. So, also nochmal hier Monitor 60, ideal für DJs and Audiophiles. Okay, wie auch immer. Hier haben wir das Logo von der Firma One Audio. Hier hinten haben wir ein bisschen was draufstehen, was in der Box drin ist. Das gucken wir uns aber natürlich gleich zusammen an. Hier haben wir ganz viele, hier haben wir eine Telefonnummer aus Indien, hier haben wir eine Telefonnummer aus Manchester, hier haben wir aber auch eine Telefonnummer aus Frankfurt am Main. Telefonnummer und eine E-Mail, falls mal irgendetwas dran sein sollte, nehme ich mal an. So, das ist so eine Packung, die muss man langsam aufmachen. Okay, also das ist das The Power of Music, was uns hier empfängt. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Kläppchen und dann haben wir hier, ist der Kopfhörer drin und dann haben wir hier noch Monitor 60. Ah ja, sehr, sehr umfangreich. Gut, bei einem Kopfhörer muss er jetzt, ach, hier hinten geht es noch weiter, du meine Güte. Also die ganzen, für die Freaks, die ganzen Ohm und Zahlen, die ganzen technischen Angaben hier, die sind hier mit dabei. Also, das ist schon mal ganz schön, schön gemacht. Sieht ordentlich wertig aus. So, dann haben wir hier noch so ein kleines Case und da ist auch noch ein bisschen was drin. Und zwar haben wir hier natürlich die Kabel. Es sind sehr viele Kabel. Es ist ein Kabelgetrieben, also kein Bluetooth. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal Kabel, dreieinhalber Klinke zu eine größere Klinke ist das sogar. Und dann haben wir hier nochmal für die eine Freisprecheinrichtung. Hier seht ihr, hier haben wir den Knopf, hier haben wir einmal den das kommt in das Handy rein und hier das kommt in den entsprechenden Kopfhörer rein. Und dann haben wir hier das Kabel und hier haben wir dann das Mikro und da können wir drauf drücken und dann als Freisprecheinrichtung das Ganze dann auch nutzen. So, dann haben wir hier noch ein Kabel und hier haben wir die Vergrößerung, die Verlängerung. Wir können zum Beispiel auch von einem Kopfhörer auf den anderen Kopfhörer auch hören. So, also Kabel haben wir genug dabei. Und dann wollen wir uns natürlich auch mal den Kopfhörer entsprechend anschauen. Der ist hier in so einer sehr schönen Kunststoff. Es fühlt sich an wie Kunstleder. Auch hier haben wir nochmal sehr schön das One Audio Logo entsprechend drauf. So, und dann haben wir hier den Kabel, kabelgetriebenen Kopfhörer. Und wie ihr seht, kann man den sehr schön zusammenklappen, sehr für einen kleinen, auch soll man irgendwo ins Gepäck reinlegen. Für so einen großen Over-Ear-Kopfhörer ist das sehr praktisch. Das heißt also, die Ohrmuscheln kann man drehen, man kann sie hier entsprechend verstellen und man kann sie natürlich auch in der Länge hier entsprechend verstellen. Das Ganze auf der Seite natürlich auch. Das heißt also, hier haben wir die Möglichkeit, sehr flexibel das Teil an den Kopf anzupassen, an die Ohren anzupassen. Hier oben auch nochmal der Schriftzug One Audio. Und hier haben wir einen sehr schönen, auch hier Kunstleder, also echtes Leder ist es natürlich nicht. Und hier für die Leute, die rechts und links unterscheiden können, rechtes Ohr, linkes Ohr. Und dann kann man den halt entsprechend dann nutzen. So, das heißt, wir haben hier einmal für die große Klinke den Anschluss und dann haben wir hier für die kleine Klinke den Anschluss. Und wie ich eben schon sagte, man kann hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Kopfhörer hier durch jetzt die Soundquelle habe,
kann ich, wenn ich das möchte, hatte ich allerdings noch nicht gesehen, dass es Leute auch machen, kann ich hier die kleinere Klinke ansetzen und kann dann hierdurch auch auf einen anderen Kopfhörer noch verlängern. Das heißt, ich kann dann zwei Kopfhörer, also hier praktisch durchschleifen den Sound und kann das dann in einem anderen Kopfhörer auch noch entsprechend hören. Braucht man in der Regel nicht, aber man kann es. Da sind auch die Kabel entsprechend für da. So, das soll es erstmal hier gewesen sein. Hier ist die Verlängerung nochmal zum Durchschleifen und dann werden wir jetzt mal aufziehen und dann werden wir mal schauen, wie der hier nochmal ganz kurz von der Optik her. Das sieht sehr edel aus und hier steht auch nochmal drauf One Audio und dann Monitor 60. Und wenn ihr hier durch dieses Gitternetzchen durchschaut, ich hoffe, dass man das sehen kann, da ist auch nochmal das Logo von One Audio auch nochmal mit drin. Also es sieht richtig schick aus, das Teil. Jetzt wollen wir natürlich mal gucken, Kopfhörer ist natürlich immer wichtig, was kann er, was hat er für einen Sound drauf. So, wir testen jetzt erstmal den Tragekomfort. Das ist gerade wie Leute wie mich mit Brille immer entscheidend bei Over-Ear-Kopfhörern. Rechts, links. Müssen wir jetzt so rumsetzen. Und, okay, setzen wir ihn mal auf. Bisschen zu groß gestellt. Bisschen einstellen. Okay, also. Er sitzt logischerweise über den Ohren. Also Over-Ear sollte er auch tun. Und er sitzt relativ gut und relativ leicht auch. So, sowohl hier oben als auch hier über den Ohren sitzt es angenehm. Das muss man schon mal sagen. Und auch über die Bügel der Brille ist das überhaupt kein Problem. Also der Test, wie bequem er ist, hat er schon mal bestanden. So, jetzt nehmen wir die 3,5, die große Klinke und dann nehmen wir mal ein bisschen was vom Handy und wir machen jetzt hier mal ein bisschen Musik, die ich euch jetzt natürlich nicht vorspielen kann, weil sonst kriege ich wieder das Video nicht hochgeladen. Okay, also, das ist jetzt mittlere Lautstärke. Okay. Schön. Der Bass ist ein bisschen zurückhaltend. Ich habe jetzt hier nichts eingestellt. Das heißt also, hier ist einfach nur kein Programm davor, dass es irgendwie jetzt hochfährt, damit es sich besser anhört. So teste ich die Kopfhörer mal. Sehr schön. Also, ihr könnt es ja nicht hören, aber ihr müsst euch da auf meinen super. Also wirklich schön, hört sich super an. Ich werde den jetzt natürlich auch mit anderer Musik testen. Ich werde da ein bisschen Klassik hören, ich werde da aber auch ein bisschen mehr Rock hören, damit wir da auch ein bisschen mehr Bass kriegen. Hier ist jetzt bei dem Musikstück ist nicht ganz so viel Bass drauf. Ich will jetzt auch nicht minutenlang Musik hören und ihr müsst dazu hören und wisst noch nicht mal, was ich für eine Musik höre. Also, von der Optik her ist er meiner Meinung nach wirklich sehr schick. Hier an der Seite mit diesem versteckten, Logo noch drin. Er sitzt sehr bequem, er ist verstellbar bis zum Abwinken, ist natürlich dann auch, wenn wir das Kabel rausnehmen, dadurch sehr klein verstellbar. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ja unser kleines Täschchen. Damit können wir ihn transportieren. Wir können ihn durchschleifen. Wir können ihn als Headphone nehmen. Das heißt also auch damit telefonieren. Also eigentlich ist für alles gesorgt. Ich werde das jetzt mal testen, werde dann mal in 2-3 Wochen und das Video drunter schreiben, welche Erfahrungen ich noch gemacht habe. Vielleicht mache ich auch noch mal einen Vergleichstest mit einem anderen und setze den dann rein. Bleibt einfach dran. Wenn euch das interessiert, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal. Ich bin hier bei YouTube ja auch auf eure Unterstützung angewiesen. Vielen Dank dafür. Und dann wünsche ich euch immer eine gute Musik auf den Ohren, egal welche Musik ihr hört. Und das ist ein, also der Monitor 60
von One Audio liegt vom Preis her ein bisschen höher. Ich habe schon einige getestet, die so 30, 40 Euro gekostet haben. Dieser hier liegt dann doch ein bisschen höher, weil er doch von dem, was drin ist, ich setze euch nochmal einen Link, einen Kauflink, da könnt ihr nochmal für die, die die Details, die ganzen Frequenzgänge und so weiter vergleichen möchten, setze ich euch gerne nochmal einen Link entsprechend unter die Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein für heute. Nochmal wünsche euch immer eine gute Musik auf dem Ohr. Habt eine gute Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin. Tschüss.